Morgen, meine Lieben. Oder Hallöchen. Das war dann mein Mittagessen. Genau. Oder Frühstück, Mittagessen zusammen. Wie immer, meistens. Nehme ich zwei Eier. Dann habe ich hier wieder Brötchen mit Zwiebel, mit Wurst und Zwiebeln. Dann Käse und einmal Tomate, Mozzarella, Brotaufstrich. Und dann habe ich ein bisschen Gurke. Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, glaube ich. Weil ich habe schon vor ein paar Tagen noch mein Essen gefilmt. Aber sonst, die Kamera ist schief. Jetzt ist sie gerade, glaube ich. Ist auch schief. Auch schief. So, jetzt ist sie gerade. Ja, ich war heute wieder einkaufen. Diesmal war ich erstmal nur bei Lidl. Habe da 50 € ausgegeben. Ungefähr. Ne? 100%ig weiß ich jetzt nicht. Oder hab ich hier noch meinen. Warte mal. Ja, da habe ich den Bon. Und. Ach, okay. 54 € und 3 Cent. Da könnt ihr ja sehen. Da. Ja. Genau. Dann werde ich euch heute mal zeigen. Hier habe ich einmal binden. Zweimal. Ui. Katzenfutter habe ich auch. Nassfutter. Trocken haben sie noch genug. Dann habe ich hier viermal Kresse. Ich liebe Kresse. Dann schaue ich nebenbei, nicht wundern, Reportagen. Also es ist ein. Ja, komm. So, nochmal. Nebenbei schaue ich Twitch. Das ist halt, ja, weil jeder weiß, was Twitch ist, glaube ich, die meisten zumindest. Und da schaue ich ist halt Reportagen. Das ist ein Rapper, glaube ich. Und das ist jetzt ganz, ganz cool. Ganz cool. So, mein Gott. Wie gesagt, hier habe ich mal Tomaten. Ich glaube Dattel-Cherry-Tomaten. Genau. Hier. Dann habe ich Brötchen natürlich eingekauft. Warum auch nicht? Klappt zurzeit sehr gut mit dem Abnehmen, glaube ich zumindest. Weil ich werde mich morgen erst wieder wiegen. Aber was noch? Oh, ich habe hier gerade einen Faden verloren. So, genau. Dann. Ja, ich glaube, ich habe es. Dreimal Brötchen gekauft. Brötchen hin. Zack. Zack. Dann habe ich auch viermal diese Wraps gekauft. Also diese hier. Nochmal binden. Dann habe ich dreimal Frischkäse gekauft. Balance. Geh mal runter, komm, geh mal runter. Hops, hopp, hopp. Ja. Dreimal, wie gesagt. Dann habe ich zweimal Champignons gekauft, braune. Dann einmal Putengrillis. Kommen wir jetzt zum Aufschnitt. Geflügel. Quattro. Buffet. 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 Mortadella-artig Dinger. Also einmal Geflügel. Fleischwurst. Truthahn-Schinkenwurst. Truthahn-Bierschinken mit Sonnenblumenöl. Alles Truthahn hier fast. Und Truthahn-Mortadella mit Truthahn-Mortadella, Geflügel, Gutswurst. Na, vier Stück verschieden. So. Ach ja, meine Mutter kommt am Wochenende nach Hause, aber nur für 4 Stunden erstmal. Und ja, nur für, also wenigstens ja, Pfingsten. Und von daher reicht 4 Stunden und dann geht sie wieder in die Reha. Ich wollte was anderes sagen, aber lieber nicht. Hier habe ich zweimal Mozzarella Light.
einmal Müllbeutel, einmal 50 Liter, für so viel das große, und halt für die kleineren habe ich 25 Liter. 50 Liter, das ist richtig ein bisschen groß. Ja, sehe ich auch gleich mal. Mit, es sind 30 Stück. Dann habe ich Fusilli, Nudeln also. Zweimal so aus Glas hier. Einmal Petersilie und einmal Schnittlauch. Ich versuche mal auch mit diesem Petersilie auf die Eier mal zu machen. Mal gucken. Jeden Tag Sport jetzt. Oh gut, wir haben es erst Freitag. Aber am Dienstag habe ich sogar dreimal Sport gemacht. Also zweimal auf dem Laufband und einmal vom Laptop. Und ich habe mich auch angemeldet für den Marathon in Hannover. Aber diesmal wieder in der Variation, in der Variante, was auch immer, walken, weil das ist einfacher. Ja. Für mich persönlich, das kann ich erreichen. Laufen ist halt, ne, geht's. Gut, hier habe ich zweimal Mettwurst, also Braunschweiger Mettwurst steht drauf, aber eigentlich ist es auch Teewurst. Fein. Jetzt zweimal. Dann habe ich einmal Knoblauch granuliert. Ja, das geht ja weg wie warme Semmel, Knoblauch. Nassfutter, genau. Dann habe ich zweimal noch für also 99 Cent, die kosten aber sind günstig, Geflügel-Salami, genau. Ich habe noch eine davon, noch da drin im Kühlschrank. Dann nochmal Tomaten, Roma-Tomaten für 99 Cent. Genau. Dann habe ich hier einmal frische Eier aus Freilandhaltung. Klar, ich weiß, das ist vielleicht ein Zentimeter oder Quadrat nicht so viel mehr Platz ist als Bodenhaltung. Aber trotzdem. Ich werde nachher auch mal zum Bauern gehen. Manchmal bietet er an, dass es auch Eier gibt. Also wir haben ja also hier wird hier, ne? 10 Eier. Wir haben hier in der Umgebung einen Bauern, wo man Eier kaufen kann und Kartoffeln. Und ab und zu bietet er nur Kartoffeln an. Ich weiß jetzt nicht genau, was er jetzt anbietet, beides. Ich schaue einfach mal. Und es kostet natürlich ein bisschen mehr als jetzt bei Lidl, sondern fast 3 Euro, 6 Eier oder 10 Eier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, runter. Nee. Genau, ich schaue mal, ne? Weil die schmecken auch, das ist der Unterschied, den merkt man wirklich in den Eiern. Die sind richtig gelb, das Eigelb natürlich, ach. Und man merkt auch den Unterschied einfach. Das Eiweiß ist auch viel weißer und auch größer, das Eigelb. Die Eier an sich auch. Ja, weiter. Hier haben wir einmal Paprika. Dann haben wir hier einmal Rinder Sewabshishi gewürzt. 1,99 €, deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie sonst günstiger sind, ich bin mir nicht ganz sicher. Immer noch Nassfutter hier. Nektarin, genau. Sind alle noch steinhart, aber ich liebe sie. Und ja. Dann noch ein bisschen. Ich habe jetzt nicht so massenviel Aufschnitt genommen. Also hier Salami und Käse habe ich ganz vergessen. Na gut, ich fahre jetzt generell noch mal schnell nach Real und Mäuschen! Nicht kämpfen! Genau. Weil da gibt es diese Variante, wo man da was Günstigeres bekommt. Und das ist meistens ist auch Käse dabei. Und da kaufe ich immer viel ein, weil es alles günstiger ist als normal. Mäuschen!
Dann habe ich einmal Teewurst, grobe Teewurst. Dann habe ich hier Hirtenkäse, 250 Gramm. Ein Gericht. Dann habe ich noch mal einen Salatkopf. Dann habe ich zweimal Gurken. Ach ja, hier ist noch Fleisch. Ich habe den Karton schon unten gelassen, weil Platz sparen, ne? Hier Fleisch. Es ist halt so Pute. Mit Hähnchen oder Pute, mit Kräutermarinade, genau. Zwiebeln. Ich habe gar kein Eis gekauft, Mensch. Noch nicht. Mal gucken, ob es ein Angebot ist bei Real und dann habe ich zig Eissorten. Ja, egal. Hier habe ich Bananen. Wie gesagt, hier habe ich 2 Kilo Zwiebeln einmal. Das war's schon, ne? Ja. Genau, ich habe ja zweimal Eier gekauft. Genau, meine Lieben. Das werde ich jetzt erstmal wegräumen. Da werde ich zu Real fahren und dann melde ich mich gleich nochmal. Bis gleich. Da bin ich wieder mit dem nächsten Einkauf. Ja. Ich bon hier irgendwo. Ja. Ihr kennt mich. Also ich kenne mich am besten, natürlich, ist ja klar. Ja, es ist dann doch ein größerer Einkauf geworden, dummerweise. Leider auch fast genauso wie bei Lidl. Bei Lidl. Nur halt, ich finde weniger, aber, also weniger Inhalt, ist halt leider so. Dann den restlichen Monat halt 50 Euro habe ich noch Rest übrig für halt den restlichen Monat einkaufen jetzt. Lebensmittel. Geht auch, ne? Von daher. Genau. Fangen wir gleich mal an mit Blaubeeren. Hier sind 125 Gramm eigentlich. Mir ist da so ein kleiner Popapaff passiert. Und zwar sind mir die ein bisschen ausgelaufen. In dem Sinne ist aufgegangen. Ja, die Tüte und dann lagen sie auf dem Boden. Die nette Kassiererin hat das aufgehoben, die andere auf der anderen Seite und so. Ja, ich war nämlich gerade am Einpacken und dann hat sie das netterweise gemacht. Für 1 Euro waren diese Blaubeeren. Dann haben wir hier Brombeeren, auch für 1 Euro. Oder 99 Cent, genau. Dann gab es da auch im Angebot Schauma. Also Haarspülung und Waschlotz, also ne? Shampoo, genau. Und hier haben wir einmal Spülung, zweimal. Dann habe ich, war im Angebot, wie heißt das hier? Rittersport, genau. Hier habe ich einmal Kokos für meinen Vater und einmal Marzipan für meine Mutter, aber das bekommt sie erst dann, wenn sie jetzt ganz zu Hause ist. Ja, sicher ist sicher. Mein Vater kriegt das, glaube ich, heute oder morgen. Mal gucken. Weil ich soll ja da putzen kommen, weil mein Vater wohnt da jetzt alleine. Und ja, ich soll putzen kommen. Ich putze auch alleine. Ja, aber gut, ich komme. Dann habe ich hier Cappuccino. Einmal Typ Schoko. Und Typ Karamell irgendwas noch. Es war auch, ist immer ein Angebot Anfang des Monats. 1,99 Euro statt 3,25 Euro oder so. Hallo. Dann habe ich einmal fettarme Milch nur. Reicht auch. Dann Tomatenmark. Genau. Dann habe ich einmal Margarine. Ich habe zwar noch welche, aber auf Vorrat. Ja. Die waren auch im Angebot für 99 Cent. Und die werde ich alle einfrieren. Und zwar 9 Weizenbrötchen von Koppenrad und Wiese. Okay.
Die werde ich jetzt im Laufe der Zeit essen. Genau. Die anderen auch natürlich, aber die anderen werde ich nicht in den Gefrierfach packen, sondern lasse ich hier draußen, also im Gefrier, im Kühlschrank. Dann habe ich hier auch Burger Patties. Die werde ich ja nicht immer nur zum Burger essen, also mit Burgerbrötchen essen, sondern esse die auch manchmal so zu anderen Obst und Gemüse. Obst vielleicht nicht, aber Gemüsesorten. Genau, habe ich 5 Stück. Also in einer, in einem Päckchen waren, sind immer 5 Stück. Papier habe ich auch hier unten gelassen gleich, von daher. Dann zweimal Zucchini. Also insgesamt 4-mal. So. Diesmal gab es in der billigen Variante, also billig, denkst du, diese. Ne, ihr wisst, was ich meine. Da wo es immer fast abgelaufen ist, oder zumindest das mindestens Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, bald. Da gab es heute nicht so viel. Also habe ich hier einmal von Schinkenspicker, also von also Schinkenspicker, Mortadella auf jeden Fall. Dann so eine Wurst hier, so eine. Keine Ahnung, was das genau ist. Eine Salami, glaube ich, ist das. Vom Schwein. Sorry. Dann habe ich einmal Cordon Bleu. 3 Stück, also in der Packung. Dann habe ich einmal Eis gekauft und einmal Wasser, also Wassereis. Hier so von Langnese, dieses also auf jeden Fall ist oben Zitrone, dann ist dann Waldmeister irgendwie ganz unten und in der Mitte ist, glaube ich, Kirsche oder Erdbeer. Ja. Habe ich einmal gekauft. War auch im Angebot 1,99 Euro. Genau, da habe ich hier Leerdammer Käse für, okay, für 2 Euro und 1 Cent. Abgelaufen, also zumindest. Mindestens haltbar bis zum 3.6., aber wenn es noch nicht anfängt zu schimmeln. Bei anderen Sachen, die waren, die sah eine Fleischsorte, was es war, weiß ich jetzt nicht. Das sah schon oben so braun schon aus. Und das möchte ich dann nicht kaufen, weil wenn es schon unangenehm aussieht, dann lasse ich es weg. So, weiter. Wir haben hier einmal diese Nudeln. Dann habe ich hier einmal Mayonnaise wahrscheinlich, ist das, glaube ich, mit Knoblauchnote. Ich kaufe das halt gerne, wenn es so klein ist. Das ist dann halt sicherer, finde ich, für mich. Weil wenn ich eine große nehme, dann ist es halt so, dass ich denke, ach, ich könnte hier mehr, noch mehr drauf machen und ich habe ja noch mehr. Und deswegen ist eine kleine für mich sicherer. Fühlt sich blöd an, aber ist so. Dann mein Squeezer. Dann diese Burgerbrötchen. Die halten sehr, sehr, sehr lange. Wirklich krass. Dann habe ich hier einmal eine Aubergine. So ein dickes Ding hier. Dann nochmal Gurken in Scheiben. Dann habe ich auch was Süßes gekauft. Und zwar Knoppersriegel, Erdnussriegel. Habe ich noch nie gegessen. Ich gucke mal, ob das schmeckt. Das gab es auch in Kokos. Aber ja, Kokos ist nicht meine Lieblings. Von daher, also ich weiß nicht, ob das schmeckt. Also, aber ich mag Kokos an sich nicht so gerne. Und Erdnuss, mal gucken. Ja, hier ist das andere. Karamell-Kokant. Genau, mal gucken, was ich zuerst nehme. Weil das normale Klassik gab es nicht. Und das andere, was ich sonst immer nehme, weiß irgendwas.
Eischokolade oder so. Gab es auch nicht. Genau. Dann habe ich noch einmal Chips gekauft. Hier. Ja. Salz und Essig. Ja. Dann habe ich noch einmal zwei Brötchen. Die will ich, glaube ich, heute Abend essen oder. Ja, egal. Und dann kommen wir zum Schluss. Und zwar zwei leckere Wassermelonen. ich liebe Wassermelone. Und die ist echt schon recht groß. Und ist aber trotzdem eine Mini-Wassermelone. Ja, man hört's. Weiß nicht. Wie die ich anhören soll, keine Ahnung. Genau. Das werde ich jetzt alles wegräumen. Oh, die ist perfekt. Die Kamera leuchtet auch schon wieder. Dass der Akku gewechselt werden soll. Genau. Na Lieben, ich wünsche euch bis gleich. Sehe ich ihn aus. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt Samstag, einen Tag später. Und ich war noch ganz kurz nochmal bei Real und habe gedacht, heute gibt es mehr Auswahl als sonst, also als gestern in der billiger Variante. Aber so viel war es jetzt nicht heute. Ich zeige euch trotzdem das, was ich eingekauft habe. Das waren jetzt nur 8 Euro, die ich ausgegeben habe. einmal solche, was ist das? Grobe italienische, rohe Bratwurst pikant. Habe ich noch nie gegessen. Frisch aus Italien, ja wow. Also, die werden schlecht, also. Ja, weil bei Wurst und Fleisch bin ich da halt ein bisschen unsicher. Mindestens halt bis zum 3.6. Ja, also ich werde jetzt vielleicht zwei davon essen heute und den Rest will ich einfrieren. So auch das Hackfleisch, also gewürztes Schweinemett. Das sind 240 Gramm. Ich werde die Hälfte hier lassen. Nicht einfrieren, den Rest will ich einfrieren. Genau. Was habe ich noch gekauft? Ach ja, und zwar habe ich halt gestern gesehen, dass es Rittersport im Angebot gab oder gibt zurzeit 79 Cent. Und da habe ich nochmal Traube und Nuss gekauft, für mich persönlich, glaube ich, oder Kokos nochmal. Ich weiß nicht genau, was ich von den beiden behalte. Das andere geht halt zu Verwandtschaft, kann man so sagen. Ja, Familienmitglieder. Genau. Dann, ach ja, genau. Dann gab es hier nochmal einen Bund Kartoffeln für 1,99. Das sind 1,5 Kilo. Das reicht. Und dann habe ich hier einmal eine Sprite. Die ist ohne Zucker.
Limetten, Zitronenlimette ohne Zucker für 80 Cent. Gut, und dann noch diese 25 dazu, weil die auch im Angebot war. Weil die auch bald abläuft, komischerweise. Keine Ahnung, wann die Mindestkaltdatum abläuft, keine Ahnung. Genau, das werde ich dann alles, zumindest ich werde es ins Kühlschrank stellen. Genau. 96 spielt gerade, die liegen gerade zurück gegen Sandhausen. 2:1. Mal gucken, vielleicht können sie es noch schaffen. Ich gucke mal ganz kurz. So, zack. Ja, 2:1 noch. Mal gucken. Hoffen wir mal, ne? Genau. Und diese Würstchen. Das ist ja diese grobe Wartwürstchen. Da sind 6 Stück, glaube ich, drin, oder? Ja, nee, 5 Stück sind das, genau. Ich glaube, da werde ich 2 davon essen heute. 2. Genau, und die restlichen werde ich dann einfrieren. Da habe ich dazu essen, Kartoffeln dazu essen. Und das war es dann auch, ne? Ja, und jetzt ich Zucchini. Mal gucken. Meine Lieben, bis gleich. Meine Lieben, das ist heute wieder mein Frühstück. Aber ich fasse das gleich wie gestern. Diesmal sind es 2 Brötchen, weil ich mein Mittagessen und mein Frühstück zusammensetze. Weil heute Abend gegrillt wird mit der Familie. Da habe ich hier 2 Eier, dann einmal exquiser Frischkäse. Dann in Scheiben, ne? Hier habe ich einmal Gurken, dann habe ich hier einmal Cappuccino, Margarine, Teewurst, Jägerwurst, Jagdwurst und einmal Salami. Dann habe ich hier Kresse und Zwiebeln.